The Wehrmacht. An army conquers Europe in the name of its commander-in-chief, Adolf Hitler. They've pledged allegiance to him, to the death. And the death they bring also strikes the defenseless, the unarmed, civilians, Jews. Crimes and criminal commands, only one force in Germany could put a stop to them. The Wehrmacht, its generals, officers, soldiers. Only a few realize the war will lead to ruin for the occupied countries as well as for Germany. This is the military resistance. Most remain loyal. The result? Missed opportunities and isolated acts of heroism. In 1941, the third year of the war, the Wehrmacht marches deeper and deeper into the Soviet Union. Propaganda announces wave after wave of victories, a tide pulling in millions of soldiers. Führer command, we will follow you. Words that still resonate in the minds of the war generation. Damals als junger Burschen, als 20-jähriger Burschen, war jedes Wort aus dem Munde von Adolf Hitler war Gesetz. Manchmal reichen die Gedanken nicht so weit. Da haben sie ja viel näher. Krieg zu essen, wann kann man mal schlafen, wann kriegen wir neue Wäsche. Und was ist zu Hause los? Was hätte man tun können gegen diesen gewaltigen Apparat? Der war doch so gewaltig. Wir waren ja als Lanzer nicht in der Lage, jetzt zu sagen, jetzt machen wir mit dem Blödsinn, Schluss. Ja, das haben sie gemacht. Ja. Man konnte auch nichts machen. Ja. Wenn die jetzt meinetwegen in einem Regiment fünf Offiziere waren, die den Hitler umbringen wollten, wie wollten sie das denn machen? Ja? Ich habe es auch nicht erlebt. Ja. Aus der Sinnlosigkeit, da was zu versuchen, hat man es einfach verdrängt und gesagt, naja, ich kann ja eh nichts machen. Nevertheless, individual soldiers do try to swim against the tide by letting a prisoner escape or refusing to obey an order. The resistance of the simple soldier. The Wehrmacht senior generals have long been aware there's something wrong about this war. Increasingly, Hitler dictates every single military decision. Hitler, the private, the amateur strategist, driven by ideological mania. Nevertheless, only a few are prepared to consider high treason. They share many of Hitler's war aims. Since the winter of 1941, when the attack on Moscow got stuck in the Russian snowstorms, this war is de facto lost. But Hitler clings to his plans for conquest. A few individuals in the German military leadership realize that the war is heading for catastrophic defeat. Is that the reason for their opposition to Hitler? Do they want to achieve an advantageous peace agreement with the Western powers? Perhaps even still win the war? Or is their resistance based on morality? The war in the East is a dirty war, a war of annihilation. Do the men of the resistance want to stop the inhumanity, the murdering? On the staff of Army Group Center on the Eastern Front near Borisov, there are officers whose determination to change course has been growing since 1941. Forty-year-old Colonel Henning von Treskow comes from a Prussian military family. He enlisted at 16 and was a lieutenant in the First World War. He was a member of an elite unit, the 9th Potsdam Infantry Regiment, and he's highly respected by his fellow officers. Er war eine Persönlichkeit, die, wenn sie in einen Raum reinkam, dann war sofort der Mittelpunkt. Nicht dadurch, dass er was erzählt oder besonders elegant angezogen war oder was, sondern durch sein Sein. Seine klare Sprache, seinen analytischen Verstand. Wenn er eine Beurteilung der Lage macht und dann einen Schluss vortrug, das war ein Genuss. Sprachlich war das und inhaltlich war das Genuss. Und er war allgemein hochgebildet
und war ein hochintelligenter Mensch, der also wirklich einen faszinierte. Behind closed doors, Tresco speaks frankly to his fellow officers. From the initial vague ideas about removing Hitler, a sophisticated plan emerges. Heinz Drossel also joined the 9th Potsdam Infantry Regiment in 1939, and he's later stationed in Russia. Like Tresco, he's a devout Christian. One day, he wanders off from his unit during a break and walks into the countryside. Ich kam an einen Wald und sah in ein Tal, das rings von Hügeln umgeben war, und sah ein Massengrab, vielleicht 3-4 Meter in der Breite und 60-70 Meter in der Länge. Das Massengrab war gefüllt mit Leichen, alle in der Kleidung, wie man jüdische Menschen erkannte. Da knieten ebensolche Männer und hinter ihnen in deutscher Uniform gekleidete Soldaten mit einer Pistole oder Maschinenpistole in der Hand. Und unmittelbar unter mir stand ein kleiner Junge, ich schätze ihn auf etwa 6 Jahre, der griff immer rechts nach dem dort Knienden und der Soldat hinter ihm schlug ihm immer den Arm ziemlich brutal herunter. Und als der Knabe dann wieder nach rechts griff, nahm der Mann seine Pistole, gab dem Kind einen Genickschuss und stieß ihn mit dem Fuß in das Grab hinein. It was a turning point. The Nazi regime had forfeited any claim to his allegiance. Heinz Drossel doesn't see Russians and Ukrainians as the enemy, but as warm-hearted people, an experience shared by many other German soldiers. Not long after, Heinz Drossel is escorting a captured Red Army commissar to the rear. According to the commissar order, he will be shot in violation of international law. Als wir an einer Stelle waren, die von keiner Seite einzusehen war, und links ging ein Waldpfad ab, an dieser Stelle sagte ich zu ihm, Naljevo, links, links rein. Das tat er. Ob er, die Gedanken sind mir dann oft später gekommen, ob er gedacht hat, jetzt ist der Moment gekommen, wo du umgelegt wirst. Aber ich rief ihm dann zu, keine Angst, ich bin kein Mörder, ich bin ein Mensch. Tiny acts of resistance. Carelessness, misunderstanding orders, or ignoring them. And for a handful of officers on the Eastern Front, resistance means full-scale conspiracy, with all its consequences. Henning von Tresco's circle is soon discussing just one topic. How can Adolf Hitler be deposed or removed? But as long as the Wehrmacht is still winning victories, most remain loyal followers against their better judgment. Why are so few prepared to take a stand? The files of the British Secret Service in London provide an answer. Until recently, these files, discovered by historian Sönke Neitzel, were top secret. They're transcripts of private conversations between German generals and staff officers held prisoner by the British. The secretly recorded conversations make it clear why so few of